Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jurassic World Evolution. Und wir haben die Quest abgeschlossen, kriegen dafür 1 Million und Sturmabwehrstation ist jetzt verfügbar. Sehr schön. Job erledigt, voll und ganz. Sehen Sie, wir wissen noch nicht, wie weit wir gehen können, um diese Tiere unter Kontrolle zu halten. Und die denken sich weiß Gott was aus, um unsere Schwächen auszunutzen. Bleibt nur die Frage, wer zuerst an die Grenze seiner Möglichkeiten stößt. Wir oder die? Immer wachsam bleiben. Das war immer die Hauptherausforderung im Jurassic-Industriekomplex. Nutzen gegen Sicherheit. Was für ein immenses Potenzial für Profit. Aber eben auch für Gewalt. So, Wissenschaftszentrum bauen wir hier auch ab. Wir wollen das hier natürlich in die Ecke für die Leute machen. Wissenschaftszentrum. Hier sollen sie sich natürlich austoben. Hier kriegt ihr nämlich alles, was ihr wollt. So, Gäste. Was haben wir denn bereits hier? Wir haben hier einen Souvenirladen, ne? Mehr haben wir derzeit nicht hier. Wie sieht's aus hier mit Strom? Ich brauche hier eine verbesserte Leistung. Ja. Verbesserte Leistung und nochmal verbesserte Leistung. Sehr schön, weil hier kommt natürlich einiges hin, ne? Das muss einiges aushalten. Deswegen brauchen wir Gäste, Schutzraum. Hotel haben wir, eine Schienenstation, Souvenirladen haben wir, Fast Food. Packen wir das Fastfood-Ding ins Kirchens einfach hier ran, ne? Oder hier. Direkt schön am Hotel. Sehr schön. Wie ist das mit meinem Verdienst? Okay, ist runtergegangen. Aber egal, das ist jetzt nicht so wichtig. So, freilassen. Der Dilophosaurus, den kennt man aus Ark. Ich hasse ihn. Dieser Dino, der Dilophosaurus, hatte kein nach vorne gerichtetes Augenpaar wie fast alle Fleischfresser. Stattdessen verließ er sich bei der Jagd auf seinen Geruchssinn. So wie die meisten heutigen Fleischfresser. Oh, ich habe ihn betäubt, aber nicht wegtransportiert, ne? Cool siehst du aus. Wir hatten ihn doch hier irgendwo betäubt, ne? Ja, der liegt immer noch betäubt da. Okay, dann möchte ich gerne mein Transportteam auf den hier zugreifen lassen und den verkaufen wir dann. Für 58.000 ist ja gar nichts. Ja gut, ich glaube, der hatte keine Musterung und so weiter, ne? Das war ein ganz einfacher. Das war einer unserer ersten, glaube ich. Naja. So viel dazu. Guck mal, wie die da alle hinlaufen und die Tiere sehen möchten. Schön. Ah, guck mal, der Gewinn ist auch gestiegen. So wünscht man sich das doch. Und ihr kämpft jetzt? Oh, beide niedrige Gesundheit. Wer gewinnt den Kampf? Ein Prozent. Oh. Crazy shit. Da flüchtet er. Deine Geborgenheit sinkt wegen Wald. Das habe ich natürlich nicht bedacht, dass die anderen natürlich auch noch ein bisschen mehr Wald wollen. So. Meiste Kampfsiege. Ach, weil der andere natürlich weg ist. Dir geht's jetzt gut, ja? Wie sieht's bei dir aus? Gesundheit steigt jetzt wieder. Grasland brauchst du ein bisschen mehr. Aber dich transportieren wir ja eh weg. Ich möchte dich Aufgabe hinzufügen. Betäuben. Und dich abholen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Sehr schön. So läuft das schon mal ganz gut. Wir könnten eigentlich noch ein paar Velociraptoren hier mit reintun. Hatte ich die nicht eigentlich irgendwie wüstenfarbig gemacht?
War da nicht was? Volle Sternebewertung. Sehr schön. So. Okay, F gibt mir keine neue Quest. Schade. Es gäbe da einen Auftrag, über den Sie nachdenken. Ein Fleischfresser, okay. Das kriegen wir hin. Hier habe ich so viel zu tun, dass ich kaum hinterherkomme. Das finde ich ganz gut. So sollte es sein. So, ich möchte ein Fleischfresser-Dingenskirchens haben, ne? Dafür gehen wir mal hier rüber und holen uns den Dilophosaurus nochmal. Da wird er wegtransportiert. So. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Dann möchte ich nochmal den Helikopter anfordern und den betäuben. Dann kommt der auch gleich rüber ins Fleischfresserreservoir. Sozialisiert sich. Die reden miteinander. Weil er das Viech umgebracht hat, höchstwahrscheinlich. Nicht mal gefressen. Schweinerei. Wie geht's euch hier eigentlich? Sehr gut. Finde ich gut. Nahrung. Na gut, du hast wenigstens gefressen. So, und damit die Kämpfe natürlich weiter stattfinden können, muss ich weitere Triceratops bilden. Ausbrüten. Ausbrüten. So. Für die Kampfsiege. Ich muss mehr Kämpfe machen. Frage ist nur, ob die dann wirklich kämpfen, aber das werden wir dann erfahren. Ich könnte den Fleischfresser auch einfach mal hier reintun, aber dann wird er höchstwahrscheinlich sterben, ne? Wie geht's dir denn so, mein Triceratops? 51, ich glaube, du wirst mein nächstes Opfer sein. So. Kein Problem. Ja, mal betäuben, den schicken wir dann hier rüber, dann wird gekämpft. So, Transportteam bitte. Mal rüberschicken. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Sehr gut. Forschungen. Wir können ja weiter forschen. Hier haben wir jetzt alles durch, ne? Wir haben hier schwerer Stahl. Den werden wir auch gut gebrauchen können. So. Expedition hat alles. Rangerstation. Du bekommst Treffsicherheit. Treffsicherheit. Planung. Zustellung abgeschlossen. Planung. Und Nachladetempo. Ich habe noch nie gesehen, dass an diesem Ort alles so glatt läuft. Weiter so. Dankeschön. Aber das geht auch mit runter. Ich war mir bei diesem Auftrag nicht sicher, aber der Vorstand ist zufrieden. Und Sie sollten es auch sein. Nachladetempo. Treffsicherheit. 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 Und Planung. Da brauchen wir nicht so viele Planungen für den Helikopter. Mehr Treffsicherheit. Stets ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Ja, das kriege ich hin. Wir müssen es irgendwie schaffen, alles voll zu kriegen. Das geht doch gar nicht. Ey. Da, Innovationszentrum. Aber hier haben wir alles durch, ne? Dann müssen wir mehr auf Unterhaltung setzen. Ja, da müssen wir noch was freischalten. So. Direkt mal extrahieren den Schissel und dann gucken wir mal, was für neue Krankheiten haben wir denn. Fahnenvergiftung, das kommt ein bisschen spät, ne? Wir haben einen neuen Dinosaurier, einen Dilophosaurus. Beschreibung, der Dilophosaurus war einer der größten Theropoden des Juras. Sein Name bedeutet Zweikammechse und leitet sich von den Zweikämmen auf seinem Schädel ab. Logisch. Er war eines der ersten Raubtiere und konnte nicht nach vorne schauen, weshalb er sich beim Jagen wahrscheinlich auf seinen Geruchssinn verließ. Ist natürlich ein bisschen kacke, wenn man nicht gucken kann, ne? Wozu hat er die Augen? Entdeckung. Die ersten Dilophosaurus-Exemplare wurden 1942 in der Kayenta-Formation in Arizona, USA entdeckt. Bisher wurde nur eine Spezies gefunden. Die Kayenta-Formation war einst ein verschlammtes Flussbecken, durch das sich langsam Wasser bewegte. Es beherbergte die unterschiedlichsten Tiere und Pflanzen. Was? Stromprobleme? Niedrige Gesundheit?
Oh, die haben gekämpft. Wie sollen wir da Stromprobleme? Wir möchten das Transportteam beauftragen, das dahin zu schicken und den abzuholen. So, daraufhin haben wir jetzt zwei von denen, dann müssten wir drei Kämpfer haben, ne? Schwerer Stahl, nice. Was ist denn hier mit dem Kraftwerk los? Ich möchte gerne verbesserte Leistung haben. Verbesserte Leistung, bitteschön. Da habt ihr jetzt euer Strom. Siehst du, geht doch. So, die dürfen hier jetzt erstmal fröhlich vor sich hinleben, bis sie dann geopfert werden. Neue Forschung, Gebäude-Upgrades. Ich möchte gerne verbesserte Leistung. Ja gut, so hat auf jeden Fall ein Velociraptor schon mal gekämpft. Aber ihr habt nichts gegeneinander, oder? Futterstationen müssen aufgefüllt werden. Wow, machen Sie weiter so. Alles ist möglich. So, sehr schön. Ich möchte gerne alles durch Stahl ersetzen. Stromausfall entdeckt. Wer hat das Licht ausgeschaltet? Stromausfälle sorgen von Zeit zu Zeit für eine reduzierte Leistung aufgewerteter Kraftwerke. Sabotage kann Kraftwerke lahmlegen, dazu führen, dass Gehegetore für einen gewissen Zeitraum geöffnet werden. Ach du Scheiße. Wählen Sie mit R eine Ranger-Station aus und ordnen Sie einen Neustartauftrag an. Okay, R, cool. Das ist doch gut. So, Aufgabe hinzufügen, Futter nachfüllen. Kraftwerk. Aufgabe erhalten. Ja, super. Funktioniert doch alles 1A bisher, ne? Da kommt das Tierchen, können die gleich fighten. Ich find's gut, dass ihr euch in Ruhe lasst. Das ist mir ganz wichtig. Ich muss nur aufpassen, dass der Bestand halt nicht zu hoch geht. Sozial. Ich kann noch einen mit einführen, ne? Aber ich glaube, ich lasse es bei ein. Der wird schon so seinen Spaß haben. Euch geht's hier gut? Ihr wollt nicht abhauen? Naja, aber ihr lauft irgendwie durch die Gegend, als ob. Na, euch geht's gut. So, verbessern wir weiterhin die Gehegezäune. Ja, hier haben wir extra einen Stromzaun, ne? Ich weiß nicht, was besser sein soll. Stromzaun oder Stahlzaun? Ich meine, Stahlzaun dauert wahrscheinlich länger, während das andere eher abschreckend ist. Aber hier, gerade bei den Fleischfressern, ist es mir wichtig, dass die hier nicht rauskommen. Und ihr wollt langsam kämpfen? Ich muss sagen, der Triceratops ist schon stark, ne? Aber das hier ist ein schön alter. Und er hat auch sehr wenig Gesundheit, weil er kurz vorm Krepieren ist. Von alleine. Wegen seinem... Achso, weil er kein Wasser hat? Also, wieso hast du kein Wasser? Naja, du hast auf jeden Fall schon mal weniger Gesundheit, das ist gut. Zum Kampf. Aber der haut auch gut zu, ne? Das Gute ist, er ist als nächstes dran. Oh, da streifen die umher. Mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Das wird dein zweiter Sieg. Das war's dann wohl für dich. Ich möchte gerne meinem Ranger-Team auftragen, dich zu heilen. Und das Transportteam kann gleich die Leiche abholen hier. Das sind zwei Kämpfe. Das heißt, wir können bereits den hier betäuben.
Weil der wird gleich sowieso aufgepäppelt von unserem Team. Dann kommt der nächste rein und kämpft erstmal mit ihm. So, aber wir brauchen natürlich noch die nächste Quest. Neuen Auftrag anfordern. Ich will ihn erstmal ganz hochbringen. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten Sie auch. Sturmabwehrstation. Ja gut, dann mache ich das. Wie ist denn mein Verdienst? Gut, und gut, dann lohnt sich das auch. 60%! Wollt mich doch verarschen, Jungs, ey. Passt du hier rein? Das wäre nämlich erstklassig. Ja, tatsächlich. Produkt wurde eingesammelt. So, dann kommst du hier in die Ecke. Und dann brauchen wir hier noch einen. Schön mittig, damit auch alles getroffen wird. Ich hoffe, du hast noch Strom. Hast du Strom? Ja, hast du. Bitteschön. Drei Stück müssten theoretisch reichen, um 60% auszufüllen, oder? Ich hoffe es doch sehr. Ich hoffe es doch sehr. So, ich möchte gerne das Transportteam dich dahin schafft. Dankeschön. Zur Abholung des Produkts unterwegs. So, Forschung ist auch abgeschlossen. Ich muss mehr Expeditionen machen, ey. Ich vergesse das ständig. So, gib mir mehr davon. Dann Forschungen. Ausfallschutz sollten wir vielleicht auch einmal machen, ne? Unterhaltskosten, nur für den Fall der Fälle. So, zwei Kämpfe haben wir bestritten. Du müsstest jetzt voll sein, ne? Ich hab dich ja geheilt. Ah, gut. Geht so. Produkt unterwegs. Geht so. Aber das wird reichen, das wird reichen. Und dann lassen wir ihn erstmal komplett wieder heilen. Wir wollen ja keinen Stress verursachen, ne? Ich weiß auch nicht, wo ich ein Sinoceratops herbekomme. Oder ist das... Ist das nicht... Warte. Forschungszentrum. Da. Ja gut, dann müssen wir auf jeden Fall auf das mittlere Ding gehen. Zugriff auf das gefallene Königreich. Na gut, dann gehen wir auf Unterhaltung. Ja, da ist auch Unterhaltung. Unterhaltung müssen wir eh noch ganz voll kriegen. Ups. Und dann machen wir als nächstes die Unterhaltung voll. Also Aufträge. Neuer Auftrag bitte, Unterhaltungswesen. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Dinosaurierparkformation, okay. Futterstation. Alter, wie schnell leert ihr die denn bitte? Nachschubanfrage erhalten. Kein Problem. Produkt transportiert. So, ihr habt gleich ganz viel Spaß. Was soll ich mit meinen anderen Jungen? Ach, da sind die doch. Die merken gerade, hey, ich habe ja nichts zu essen, jetzt breche ich aus. Wirkt halt so echt so. Okay, ich brauche noch zwei Velociraptoren. Einfach nur, damit ich komplett abgeschlossen bin mit der ganzen Geschichte. Was? Kein Strom? Zum Kampf. Oh mein Gott. Ich meine, wir wissen ja, wie es ausgeht. 48. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ein Biss hat gereicht. Guck mal, wie sie sich freuen. Toter Dinosaurier. Oh, das finde ich ja schade. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. So, du heilst dich erstmal, ne, Kollege, und dann geht's weiter. Ups. Dann geht's weiter.
So, Forschungen. Es dauert noch ein bisschen. Kann ich da nicht schon irgendwas machen? Aber Expeditionen gehen jetzt mittlerweile richtig fix, ne? Ja. Dilophosaurus. Nein, nein, nein. Oh, ich hab's verkackt. Wie lange dauert so eine Expedition? Wir müssen auf jeden Fall zur Dinosaurier-Formation. Lance-Formation, Hell Creek, Frenchman, Dinosaurierpark, da müssen wir hin. Aber naja. So, das ist auf jeden Fall ein Sieg mehr. Wobei rein theoretisch, wenn ich den jetzt teile, ne, können wir den letzten Sieg auch noch einfahren. Anfrage bestätigt. Dann heile den mal. Orte! Wir haben einen neuen Ort entdeckt. Jurassic Park Aviarium. Okay. Wir haben Wassersäugefossilien gefunden und Vogelfossilien und Vogeleier. Wir haben Charaktere neue entdeckt. Wir haben Dr. Gary Hadring, der mal wieder ein Dino-Bild hat. Noch einen neuen Charakter. Vivian Krill. Okay. Was haben wir hier? DNA extrahieren, DNA extrahieren, sehr schön. So. Bis dahin bist du auf jeden Fall voll geheilt. Den kann ich rein theoretisch, weil so lange dauert das ja nicht, direkt den hier betäuben. Weil hier bauen wir eh jetzt die zwei Velociraptoren. Genom modifizieren. Aber ich wollte doch Wüste haben. Ach, ich habe es nicht bestätigt. So, brüten wir direkt zwei Wüstentiere aus. Beziehungsweise einen davon. Ich will ja ein bisschen Vielfalt haben, ne? Hier. So, und mit denen dann haben wir eine gute Gruppe von vier Velociraptoren. Ich denke, das ist eine gute Zahl. Guck mal, wie viel Spaß die haben. Haben wir den jetzt geheilt oder nicht? 80% ist jetzt nicht viel. Da läuft mein Wagen hinterher, die kleine Potsau. So, ich möchte gerne zur Dinosaurierpark. Corythosaurus haben wir neu entdeckt. Oh. Ein neuer Dino, Freunde. Ein neuer Dino. Ich weiß nicht, ich finde den Park hier für die Pflanzenfresser ist ein bisschen unspektakulär. Vielleicht werde ich den irgendwann umbauen. Vielleicht größer machen. Vielleicht bauen wir ihn einfach hier hin oder so. Aber wir haben eigentlich komplett noch Platz. Mal gucken. Hauptsache Riesen für die Fleischfresser. So, wir können das schon loslegen. Komm, Transportteams. Schickt ihn rüber direkt da zu dem Bengel. Hier, da. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Das müsste dann der letzte Kampf sein. Sehr schön. Wir kommen gut voran, ne? Dann können wir für die Gäste wieder was bauen. Und zwar Kleiderladen. Kleider machen Leute. Zumindest war das so bis heute. Und deswegen gebe ich euch voll den Laden in die Fresse. Damit ihr glücklich seid. Bitteschön. So, wie sieht's mit dem Hotel aus? Park überfüllt 2%. Keine Ahnung, ob wir dadurch irgendwas verdienen. Laufende Kosten für Attraktionen 2000. Einkommen durch Attraktionen 900. Okay. Wir machen 900 Gewinn. Ein dreckiges kleines Subjekt, weißt du was? Ausfallschutz. Verbesserte Leistung. Man gönnt sich ja sonst nichts. Außerdem fällt er jedes Mal aus. Das geht mir voll auf den Sack. Forschungszentrum. Was wäre noch klug zu entdecken? Ausfallschutz, definitiv. Und danach können wir hier rauf. So, die Velociraptoren sind auch fast fertig.
nur Scheiße bekommen. Das findet man im Lehrbuch unter Abliefern. Ja. Was, dass man nur Scheiße bekommen hat? Das ist das, was du mir beibringen wolltest, Scheiße zu bekommen. Ich will diesen Zyro, hast du nicht gesehen? Der ist überall. Machen wir zusammen mit dem Ankylosaurus, den haben wir noch nicht voll. So, freilassen. Und freilassen. Können wir nämlich sie direkt hier rüber schicken und dann sind sie zu viert. Eine Reise besteht eigentlich nur aus einigen kleinen, manchmal zufälligen und chaotischen Schritten. Und sie haben gerade einen Schritt gemacht. Insel freigeschaltet. Isla Nubla. Oh, die ist schön groß. Vielleicht wird das sogar irgendwann unsere Hauptinsel. So, keine Aufträge oder Missionen. Sie müssen weder Abteilungsruf diese noch Aufgaben. Weil Land der Wunder und des Lebens. Unmöglichen, ursprünglichen, triebhaften, räuberischen, vorgeschichtlichen Lebens. Und Sterbens. Das Vermächtnis von Isla Nubla. Nicht Hammonds Traum eines Jurassic Parks, sondern etwas viel passenderes. Inselhöhepunkte. Bauen Sie die ultimative Anlage ohne ausreichendes Budget. Keine Aufträge oder Missionen. Sie müssen weder auf Abteilungsruf noch Aufgaben Rücksicht nehmen. Behalten Sie Ihren Fortschritt. Verwenden Sie die Dinosaurier, Gebäude und Upgrades, die Sie auf das Las Cinto Muertes freigeschaltet haben. Ist das die Sandbox-Map? Wir bleiben erstmal hier. Wir kümmern uns ein anderes Mal drum. Das wird mir sonst zu viel. Neues vollständiges Genom erhalten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Holen wir direkt die Helikopter zum Betäuben. Wie sieht die denn aus? Das sieht irgendwie nicht anders aus. Ich habe das Gefühl, dass die gar nicht anders aussehen. Aber gut. Vielleicht sind die einfach so kaum zu sehen, dass man es nicht sieht. Keine Ahnung. So, wie sieht es hier mit eurem Kampf aus? Ah, die fangen gleich an, sehr schön. Aber wir wissen ja schon, wer gewinnt, von daher ist das jetzt auch nicht mehr so spannend. Okay, Inselbewertung. Fürsorgestrafe minus 100. Ach, das sind die beiden Inseln, die wir freigeschaltet haben. Ja, aber minus 100, nur, minus 200? Okay, aber ja, gut. Weil ich die Tiere halt töte, das ist klar, also. Wir brauchen mehr Dinosaurier. Annehmbares Wohlbefinden. Annehmbare Zufriedenheit. Nahrungsbewertung 31. Heißt das, wenn ich jetzt die Nahrung ändere, dass ich sage, Fastfood-Restaurant. Ich möchte Dinos Speise haben, dass das besser wird. So, den extrahieren. Ah, den hatte ich noch gar nicht hier. Cool, wir haben einen neuen. Der neue. Wollte ich nicht mal langsam kämpfen? Streift umher. Keine Ahnung, ob die irgendwie mal langsam zu Potte kommen wollen. Aber die Velociraptoren kriegen jetzt ihre letzten Freunde. Da müssen wir auf jeden Fall darauf achten, dass der hier nicht zu viel Bestand bekommt. Sozial ist ja noch in Ordnung, ne? Vor allem hier darfst du wirklich nur eine Gruppe von 3 bis 5 haben, glaube ich, bevor sie ausrasten. Kein Strom? Ganz zum Glück habe ich Ersatz. So. Ausfallschutz 2 habe ich noch nicht. Was, wo habe ich denn keinen Strom? Die haben keinen Strom? Achso, die haben kein Leben. Achso. Das war's. Sehr schön. Du bist hier, Mister. Ich bin unbesiegbar.
Lebenserwartung plus 8. Angriffsgenie. Alter, er hat richtig gute Werte dazu bekommen. Krass. Als ich in dieser Branche anfing, dachte ich, ich würde mich irgendwann an diesen Job gewöhnen. Aber je mehr ich über die Dinosaurier herausfinde, desto mehr Sorgen mache ich mir. Immerhin haben Sie mich mit diesem Dinosaurier-Kampfauftrag etwas beruhigt. Das hätte sehr schlimm ausgehen können. Gut, dass Sie alles unter Kontrolle haben. Es hätte schlimm ausgehen können? Es ist schlimm ausgegangen. Für vier Lebewesen ist es schlimm ausgegangen. Was? Hätte auch schlimm ausgehen können. Am Arsch. Brüten Sie vier neue Dinosaurier aus. Lassen Sie sie schlüpfen und anschließend frei. Okay. Okay. Ja, das kriegen wir ja hin, ne? Guck mal, wie das alles schön steigt. Das ist schön oben, das gefällt mir. Kriegen auch richtig Kohle, ey. Stromausfall-Upgrade, ja, nice. Das möchte ich gerne hier hin machen. Okay, so. Hier haben wir auch wieder was Neues, ne? Haben wir das schon gemacht? Produkt wurde transportiert. Transport abgeschlossen. Nee. Brutstättenkapazität. Wäre auch noch nicht schlecht, ne? Fügt aufgewertet, naja, bla bla. Warum ist hier eine 3? Achso, klar, logisch. Forschungszentrum wollte ich. So, dann gehen wir als nächstes auf Brutzeit. Finde ich auch noch ganz wichtig. Und dann wollen wir natürlich die neuen Dinos entdecken. Ach, das sind die neuen Ausgrabungsstätten, die wir entdeckt haben, ne? Teilweise erschöpft. Ja, dann gehen wir wieder hier hin. So, vier Dinos freilassen. Aber ich habe doch gerade erst welche gebaut. Guck mal, wie sie sich freuen. Sozial ist gut voll. Gut, sechs Stück kann man maximal machen, dann rasten sie aus danach. Sehr gut. Was wir allerdings wissen, ist, dass in dieses Gehege Dilophosaurus darf. Huch, Maus ist stehen geblieben, cool. Oh, Ankylosaurus und Corythosaurus hatten wir noch nicht. Was machen wir jetzt mit dem Dilophosaurus? Ein kleines Extra-Gehege? Wissen wir wohl, ne? Machen wir ein... Ah, ja gut, klein. Ah! Klein. Das ist, glaube ich, das Problem. Wir machen erstmal einen, gucken uns an, wo seine Schwierigkeiten wirklich drin liegen, was er braucht. Und dann sehen wir weiter. Nö. Guck mal, wie gut es denn hier geht. Aber ich hätte gerne irgendwie... Keine Ahnung. Es sieht halt nach nichts aus. Es sieht nach nichts aus. Du bist auch schon fast tot. Du bist ja mit einer anderen Farbe, ne? Das sieht man aber kaum. Das sieht man vom Weiten, dass der hier rötlicher ist. Wie sie tanzen. Guck mal, wie süß. Oh, wie süß. Ich hätte da was für Sie. Wenn Sie Interesse haben. Ja, 4 Minuten, okay, komm. Das kriegen wir doch hin. Ich weiß, was es bedeutet, wenn die Sicherheit unserer Gäste nicht gewährleistet ist. Das will ich nie wieder erleben. Gut, Freunde, ich habe gerade erst auf die Uhr geguckt. Ich sehe immer wieder, wie maßlos überzogen. Es tut mir leid, dass ich ständig überziehe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.